EA Productions. EA Productions liest Theodor Storm. Heute Der Schimmelreiter, eine Novelle aus dem Jahre 1888. Das Jahr, von dem ich Ihnen erzähle, sagte nach einer Weile mein Gastfreund, der Schulmeister, war das Jahr 1756, das in dieser Gegend nie vergessen werden wird. Im Hause Hauke Heinz brachte es eine Tote. Zu Ende des Septembers war in der Kammer, welche hier in der Scheune eingeräumt war, die fast 90-jährige Trini Hans am Sterben. Man hatte sie nach ihrem Wunsch in den Kissen aufgerichtet und ihre Augen gingen durch die kleinen, bleigefassten Scheiben in die Ferne. Es musste dort am Himmel eine dünne Luftschicht über einer Dichterin liegen, denn es war eine hohe Kimmung und die Spiegelung hob in diesem Augenblick das Meer wie einen flimmernden Silberstreifen über den Rand des Deiches, so dass es blendend in die Kammer schimmerte. Auch die Südspitze von Jeversand war sichtbar. Am Fußende des Bettes kauerte die kleine Wienke und hielt mit der einen Hand sich fest an der ihres Vaters, der daneben stand. In das Antlitz der Sterbenden grub eben der Tod das hippokratische Gesicht, und das Kind starrte atemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche Verwandlung des unschönen, aber ihr vertrauten Angesichts. »Was macht sie? Was ist das, Vater?« flüsterte sie angstvoll und grub die Fingernägel in ihres Vaters Hand. »Sie stirbt«, sagte der Deichgraf. »Stirbt«, wiederholte das Kind und schien in verworrenes Sinnen zu verfallen. Aber die Alte rührte noch einmal ihre Lippen. »Jens! Jens!« Und kreischend, wie ein Notschrei, brach es hervor, und ihre knöchernen Arme streckten sich gegen die draußen flimmernde Meeresspiegelung. »Help me! Help me! Du bist ja Bovenwatter! Gott gnade anderen!« Ihre Arme sanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar. Sie hatte aufgehört zu leben. Das Kind tat einen tiefen Seufzer und warf die blassen Augen zu ihrem Vater auf. »Stirbt sie noch immer?« frug es. »Sie hat es vollbracht«, sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen Arm. »Sie ist nun weit von uns, beim lieben Gott.« »Beim lieben Gott«, wiederholte das Kind und schwieg eine Weile, als müsse es den Worten nachsinnen. »Ist das gut beim lieben Gott?« »Ja, das ist das Beste.« In Haukes Innerem aber klang schwer die letzte Rede der Sterbenden. »Gott gnade anderen«, sprach es leise in ihm. »Was wollte die alte Hexe? Sind denn die Sterbenden Propheten?« Bald nachdem Trinians oben bei der Kirche eingegraben war, begann man immer lauter von allerlei Unheil und seltsamem Geschmeiß zu reden, was die Menschen in Nordfriesland erschreckt haben sollte. Und sicher war es, am Sonntag in Letare war droben von der Turmspitze der goldene Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen worden. Auch das war richtig. Im Hochsommer fiel, wie ein Schnee, ein groß Geschmeiß vom Himmel, dass man die Augen davor nicht auftun konnte, und es hernach fast handhoch auf den Fennen lag, und hatte niemand je so etwas gesehen. Als aber nach Ende September der Großknecht mit dem Korn und die Magd Annegrete mit Butter in die Stadt zum Markt gefahren waren, kletterten sie bei ihrer Rückkunft mit schreckensbleichen Gesichtern von ihren Wagen. »Was ist? Was habt ihr?« riefen die anderen Dirnen, die hinausgelaufen waren, da sie die Wagen rollen hörten. Annegrete in ihrem Reiseanzug trat atemlos in die geräumige Küche. »Nun so erzähl doch«, riefen die Dirnen wieder. »Wo ist das Unglück los?« »Ach, unser lieber Jesus wolle uns behüten«, rief Annegrete. »Ihr wisst, von drüben überm Wasser, das Altmariken vom Ziegelhof. Wir stehen mit unserer Butter ja allzeit zusammen in der Apothekerecke. Die hat es mir erzählt. Und Even Jones sagte auch, das gibt ein Unglück«, sagte er. »Ein Unglück über ganz Nordfriesland. Glaubt's mir, Annegrete. Und«, sie dämpfte ihre Stimme, »mit des Deichgrafen Schimmel ist's am Ende auch nicht richtig.« »Scht«, machten die anderen dann. »Ja, ja, was kümmert's mich? Aber drüben, an der anderen Seite, geht's noch schlimmer als bei uns. Nicht bloß Fliegen und Geschmeiß, auch Blut ist wie Regen vom Himmel gefallen. Und da am Sonntagmorgen danach der Pastor sein Waschbecken vorgenommen hat, sind 5 Totenköpfe, wie Erbsen groß, darin gewesen, und alle sind gekommen, um das zu sehen. Im Monat Augusti sind grausige, rotköpfige Raupenwürmer über das Land gezogen und haben Korn und Mehl und Brote, was sie fanden, weggefressen, und hat kein Feuer sie vertilgen können.«
Die Erzählerin verstummte plötzlich. Keine der Mägde hatte bemerkt, dass die Hausfrau in die Küche getreten war. »Was redet ihr da?« sprach diese. »Lasst das den Wirt nicht hören.« »Und dass sie alle jetzt erzählen wollten?« »Es tut nicht Not, ich habe genug davon vernommen. Geht an eure Arbeit, das bringt euch besseren Segen.« Dann nahm sie Annegret mit sich in die Stube und hielt mit dieser Abrechnung über ihre Marktgeschäfte. So fand im Hause des Deichgrafen das abergläubische Geschwätz bei der Herrschaft keinen Anhalt. Aber in die übrigen Häuser, und je länger die Abende wurden, um desto leichter, drang es mehr und mehr hinein. Wie schwere Luft lag es auf allen, und heimlich sagte man sich, ein Unheil, ein schweres, würde über Nordfriesland kommen. Es war vor Allerheiligen im Oktober. Tagüber hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel. Dunkelbraune Wolken jagten überhin, und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Zimmer des Deichgrafen stand noch der gelehrte Abendtisch. Die Knechte waren in den Stall gewiesen, um dort des Viehes zu achten. Die Mägde mussten im Hause und auf dem Boden nachsehen, ob Türen und Luken wohl verschlossen seien, dass nicht der Sturm hineinfasse und Unheil anrichte. Drinnen stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen. Zu Fuß war er hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. Überall hatte er Leute angestellt, um die Pfähle einzurammen und mit den Säcken vorzudämmen, sobald die Flut den Deich zu schädigen beginne. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenstießen, hat er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen. Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen. Und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben acht. Das Kind, das neben der Mutter stand, fuhr zusammen und barg den Kopf in deren Kleider. »Klaus«, rief sie weinend, »wo ist mein Klaus?« Sie konnte wohl so fragen, denn die Möwe hatte, wie schon im vorigen Jahre, so auch jetzt ihre Winterreise nicht mehr angetreten. Der Vater überhörte die Frage, die Mutter aber nahm das Kind auf den Arm. »Dein Klaus ist in der Scheune«, sagte sie, »da sitzt er warm.« »Warum?« sagte Wienke, »ist das gut?« »Ja, das ist gut.« Der Hausherr stand noch am Fenster. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte er. »Ruf eine von den Dirnen. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschoben werden.« Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen. Man sah vom Zimmer aus, wie ihr die Röcke flogen. Aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und eins der Lichter qualmend auslosch. Hauke musste selbst hinaus zu helfen, und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Als sie beim Wiedereintritt in das Haus die Tür aufrissen, fuhr eine Böe hintendrein, das Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten. Oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Aber Hauke kam nicht wieder in das Zimmer. Elke hörte, wie er durch die Tenne nach dem Stalle schritt. Den Schimmel, Jon! Rasch!« hörte sie ihn rufen. Dann kam er wieder in die Stube, das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. »Der Wind ist umgesprungen«, rief er, »nach Nordwest, auf halber Springflut. Kein Wind, wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt.« Elke war totenblass geworden. »Und du musst noch einmal hinaus?« Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die seinen. »Das muss ich, Elke.« Sie erhob langsam ihre dunklen Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an. Doch war es wie eine Ewigkeit. »Ja, Hauke«, sagte das Weib, »ich weiß es wohl, du musst.« Da trabte es draußen vor der Haustür. Sie fiel ihm um den Hals, und einen Augenblick war es, als könne sie ihn nicht lassen. Aber auch das war nur ein Augenblick. »Das ist unser Kampf«, sprach Hauke. »Ihr seid hier sicher, an dies Haus ist noch keine Flut gestiegen, und betet zu Gott, dass er auch mit mir sei.«
Hauke hüllte sich in seinen Mantel und Elke nahm ein Tuch und wickelte es ihm sorgsam um den Hals. Sie wollte ein Wort sprechen, aber die zitternden Lippen versagten es ihr. Draußen wieherte der Schimmel, dass es wie Trompetenschall in das Heulen des Sturmes hineinklang. Elke war mit ihrem Mann hinausgegangen. Die alte Esche knarrte, als ob sie auseinanderstürzen sollte. »Steigt auf, Herr«, rief der Knecht. »Der Schimmel ist wie toll. Die Zügel könnten reißen.« Hauke schlug die Arme um sein Weib. »Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da.« Schon war er auf sein Pferd gesprungen. Das Tier stieg mit den Vorderhufen in die Höhe. Dann, gleich einem Streithengst, der sich in die Schlacht stürzt, jagte es mit seinem Reiter die Werfte hinunter, in Nacht- und Sturmgeheul hinaus. »Vater, mein Vater!« schrie eine klägliche Kinderstimme hinter ihm drein. »Mein lieber Vater!« Wienke war im Dunkeln hinter dem Fortjagenden hergelaufen, aber schon nach 100 Schritten strauchelte sie über einen Erdhaufen und fiel zu Boden. Der Knecht Even Jones brachte das weinende Kind der Mutter zurück. Die lehnte am Stamme der Esche, deren Zweige über ihr die Luft peitschten, und starrte wie abwesend in die Nacht hinaus, in der ihr Mann verschwunden war. Wenn das Brüllen des Sturmes und das ferne Klatschen des Meeres einen Augenblick aussetzten, fuhr sie wie in Schreck zusammen. Ihr war jetzt, als suche alles nur ihn zu verderben und werde jäh verstummen, wenn es ihn gefasst habe. Ihre Knie zitterten, ihre Haare hatte der Sturm gelöst und trieb damit sein Spiel. »Hier ist das Kind, Frau«, schrie John ihr zu, »haltet es fest« und drückte die Kleine der Mutter in den Arm. »Das Kind, ich hatte dich vergessen, Wienke«, rief sie, »Gott verzeih's mir.« Dann hob sie es an ihre Brust, so fest nur Liebe fassen kann, und stürzte mit ihr in die Knie. »Herr Gott, und du, mein Jesus, lass uns nicht Witwe und Waise werden. Schütz ihn, o lieber Gott, nur du und ich, wir kennen ihn allein.« Und der Sturm setzte nicht mehr aus. Es tönte und donnerte, als solle die ganze Welt in ungeheurem Hall und Schall zugrunde gehen. »Geht in das Haus, Frau«, sagte John. »Kommt!« Und er half ihnen auf und leitete die beiden in das Haus und in die Stube.